Hallo und herzlich willkommen zu einem Video-Tutorial zu Feuerwache.net. Heute möchte ich euch das neue Feature Personalversetzen zeigen. Und zwar, wenn ihr eine Feuerwache habt, wie zum Beispiel hier meine Testwache 1 oder Wache 1, mir dann die Feuerwehrleute anschaue, dann sehe ich hier mein Ernst H. an der Wache 1, das ist leider nur eine freiwillige Wache, der hat allerdings eine coole Ausbildung und die hätte ich gerne an meiner Hauptwache, dann kann ich Ernst H. einfach versetzen. Ich klicke Ernst H. einfach an, klicke auf Versetzen, wähle dann die neue Wache aus. Man kann übrigens mit Premium Account 40 Leute im Monat versetzen, ohne Premium Account kann man 20 Leute versetzen. Klicke dann die Feuerwache an, wo er hin soll, wie zum Beispiel hier meine Hauptwache. Und sehe dann, ich werde wieder zu Ernst H. weitergeleitet. Der ist jetzt versetzt, der sitzt jetzt hier auf der Hauptwache. Wir können uns das auf der Hauptwache auch direkt nochmal angucken. Hier die Feuerwehrleute. Da ist er jetzt dabei, wohl auch schon direkt einer Schicht zugeordnet. Und ja, damit könnt ihr jetzt praktisch Feuerwehrleute versetzen, die auf eine andere Wache sollen. Und das Ganze geht natürlich nur begrenzt häufig, damit man da nicht schummeln kann. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen von Feuerwache.net. Solltet ihr weitere Vorschläge haben, schreibt sie bitte ins Forum. Das war's von mir. Danke, bis dann. Ciao.